die Entschlossenheit zeigt ja heute, dass das nicht eine Aufgeregtheit von einigen wenigen Funktionären ist, sondern das geht an den Nerv. Richtig. Da muss man aufpassen. Da darf ich Sie fragen, wenn Sie noch im ÖGB-Vorstand wären, hätten Sie dieser Sozialpartnerpapier zugestimmt? Das ist im stillen Kämmerlein zwischen... Das ist kein Sozialpartnerpapier, das ist ein Papier zwischen der WKÖ und dem ÖGB. Sozialpartner sind mehrere, zum Beispiel die Bauern, die überhaupt nicht befasst werden. Ich glaube, dass ich einen Einfluss damit gemacht hätte, dass wir das Subsidiaritätsprinzip fallen lassen. Danke. Zentralistischer Moloch noch schwächer zu kontrollieren ist und die Bodenhaftung zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu den Patientinnen verliert. Wir brauchen die Subsidiarität. Ich darf letztens sagen, dieses Land ist auch groß geworden durch eine Kultur, durch den sozialen Dialog in einer Sozialpartnerschaft. Wer große Gruppen im Dialog ausschließt, muss sich der Folgen bewusst sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke Ihnen für diesen Akt der Demonstration und ich bitte Ihnen einen solidarischen Gruß. Bis wir ein Gewerkschafter gehört, ein herzliches Glück auf. Vielen herzlichen Dank, Präsident ÖAB-Japan, Fritz Neugebauer. Meine Damen und Herren, was haben wir denn alles aufgestellt für heute? Vielleicht sehen Sie auch ein bisschen was. Ich höre, die Delegation ist bereits wieder auf dem Weg hierher, um Ihnen Bericht zu erstatten. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, ein schlechtes, das wage ich journalistisch nicht einzuschätzen, sondern ist hier auch auf Revers sozusagen. Seid krank, wo ist mein Hausarzt? Letzte Chance für Gesundheitscheck, denn vielleicht ist morgen schon ein Hausarzt weg. Dieses Transparent. Hier von der Uni, ganz offensichtlich. Ich sorge mich um die Zukunft meiner Studenten. Warum habe ich jetzt geschmolzen? Leider als unheilbarer Raucher habe ich hier lässiger Chicks für Deutsch gegen Gesundheit für Österreich. Hier, ein großes Transparent in der Mitte. Geld für Gesundheit und gegen Armut statt für EU. Auch dieses Statement gilt. Freie Meinungsäußerung, kann man vorlesen. Stoppt die Zerstörung des Gesundheitssystems. Wo ist mein Hausarzt, wo ist mein Facharzt? Nieder mit der Wirtschaftskammer und ihrem Kopf ohne Herz und Kompetenz, ohne Medizinkompetenz. Hände weg von unseren Patienten. Medizinisch beraten statt Kassensparpiraten. Aber jetzt schon mehr. Lass mich zuerst lesen, weil vielleicht hat sie da. Das stimmt. Wo bleibt die Ethik und der hippokratische Eid? Wir sind für die Gesundheit der Menschen verantwortlich. Lassen Sie uns in Ruhe arbeiten. Zerstören Sie nicht die Arzt-Patienten-Beziehung. Danke. Wo ist mein Facharzt? Wo ist mein Arbeitgeber? Nein zur Zweiklassenmedizin. Stopp dieser Reform!
beste Gesundheit. Es ist beeindruckend für mich, eine Berufsgruppe, die Menschen auf dem Weg zu sehen, sich endlich zu verteidigen. Im Hintergrund das Bundeskanzleramt, von dem ich gerade rausgekommen bin und leider nicht vom Kanzler selbst empfangen, sondern von der... Diese Kundgebung heute, an der kommen Sie nicht vorbei. Das ist unmöglich. Ich sehe viele junge Kollegen da, auch manche gereiftere, so wie mich. Um die Jungen mache ich mir große Sorgen und für mich, muss ich sagen, mache ich mir die Sorgen. Weil ich will in dem System der Kranken, das sage ich lang. Und wenn von Verhandlungen war, dann kann ich nur sagen, es gab bisher keine. Es gab nur Hinweise, was wir zu tun haben und wo wir am Weg stehen und was wir nicht alles noch anrichten könnten. Nur eines wird nicht möglich sein, Kolleginnen und Kollegen. Eine Medizin ohne Ärzte kann es nicht geben. Dr. Günter Warnowski, meine Damen und Herren. Und wir rufen zu uns einen weiteren Delegationsteilnehmer, den Initiator dieses eindrucksvollen Tages heute, Vizepräsident Dr. Johannes Steinhardt. So stolz auf uns, dass wir das heute ermöglicht haben. Ich finde euch ganz toll. Leider ist es ganz schwierig, in diesem Land Sorgen an die höchsten Verantwortungsträger zu bringen. Leider. Leider hat der Herr Kanzler, wie der Günther schon berichtet hat, keine Zeit für uns gefunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei aller Wertschätzung, wir sind ja vielleicht nicht wichtig, aber ihr habt die Meinungsbildung von 313.000 Patienten nicht annehmen wollen. Das finde ich schlimm. Die Frau Staatssekretär Schillweiler, die uns empfangen hat, hat uns sehr höflich und sehr diplomatisch natürlich keinen wirklichen Standpunkt gegeben, außer dass wir uns einig sind, dass wir ein gutes System brauchen. Und sie hat uns an die... Und sie hat uns an die Frau Minister verwiesen, mit der wir ja heute verhandeln. Das ist die Frage des Stils, mit der man mit uns umgeht. Die
Frau Minister hat schon immer gesagt, es seien Verhandlungen erfolgt. Wir wissen, wie diese Verhandlungen gelaufen sind. Das waren Anhörungen der Ignoranz, möchte ich sagen. Und heute hat sie uns einen Termin gegeben, nicht einmal 24 Stunden vor dem Ministerrat. Und als wir anfragten, dass wir gerne wissen würden, was hier verhandelt wird, welches Angebot sie für uns hat, ich muss Ihnen, wie es gute Sitte, und da sind wir wieder beim Stil, wer gibt man das natürlich zuerst dem Verhandlungspartner, so wie wir unseres auch hinübergegeben haben. Wir haben nicht einmal bis jetzt Unterlagen, worüber wir um 16 Uhr verhandeln sollen. Das ist ein Skandal, meine Kollegen.